das, was die Grünen von den Freien Wählern trennt. Deswegen sind zwei Parteichefs heute hier. Ricarda Lang, Chefin der Grünen, und Hubert Aiwanger, eben Chef der Freien Wähler. Herzlich willkommen. Beim Prozess müsst ihr euch daran erinnern, Kinder. Schönen guten Abend. Danke. Herr Aiwanger, Sie sind Chef der Freien Wähler und seit heute wieder vereidigt als Wirtschaftsminister in Bayern. Der Wahlkampf, der Sie quasi zu diesem Wahlerfolg geführt hat, war überschattet von dieser Flugblattaffäre. Ich zittere! Aber nicht so! Nein, nein, nein! Warten wir lieber! Nein, nicht, bitte nicht! Nein, 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 nein! Vorgeworfen ist Ihnen worden, dass Sie als 16-Jähriger in der Schultasche eben ein wirklich fieses Flugblatt hatten. Die Schule hat Sie zur Verantwortung gezogen. Ja, natürlich. Ich messe gleich Ihre Brust. Ich meine. Dann kam das eben in diesem Wahlkampf hoch. Und wenn Sie jetzt heute mit ein bisschen Abstand drauf gucken, würden Sie etwas sehen, wo Sie sagen, da hätte ich es besser machen müssen? Sehen Sie in diese Augen. Naja, im Nachgang kann man immer die Dinge so oder so bewerten. Zunächst mal wundert es mich, dass die Dinge immer wieder hochgekocht werden, was vor fast 40 Jahren gewesen ist. Dort werde ich doch nur wieder auf mein Versagen hingewiesen. Meine Arbeit, mein Zuhause. Auf der anderen Seite muss ich weiterhin feststellen, es war eine Schmutzkampagne, die gegen mich gerichtet war. Es waren hier Behauptungen, die schlichtweg nicht gestimmt haben. Ich sei der Verfasser gewesen und dergleichen mehr. Das ist von Frauen erfunden. Und die Bürger haben es bewertet mit einem Spitzenwahlergebnis. Dort, wo ich namentlich gewählt werden konnte, hatte ich überall um die 40%, in meinen Heimatregionen bis zu 60 und mehr Prozent. Mhm. Also die Wähler haben es so eingeordnet, dass das eine Schweinerei ist. Jemand fast 40 Jahre später. Was natürlich nach Frauenzeit 2 Stunden sind. Mit Dingen zu konfrontieren, die überwiegend nicht mal gestimmt haben, wie sie dargestellt worden sind. Und das ist nach wie vor meine Einschätzung. Man muss die Dinge jetzt, was momentan los ist, bewerten und nicht sagen, der Aiwanger darf nichts mehr sagen, weil er vor 40 Jahren irgendwas, einen Vorwurf gegen ihn erhoben wird. Dann können wir alle zusperren hier, dann darf keiner mehr was sagen. Genau. Und er hat recht. Wie sehen Sie es? Naja, ich meine, gerade haben Sie das Problem noch mal ganz eindeutig gezeigt. Das wird einfach zur Seite gewischt, dann redet man von Mist in der Jugend, von Äpfel und Birnen. Ganz ehrlich, wenn ich an Mist in der Jugend denke, dann denke ich daran, dass ich zu viel Alkopops getrunken habe und nicht, dass antisemitische Flugblätter verglaltet werden. Da werden die Bedenken von Jüdinnen und Juden, die ja immer wieder geäußert werden, auch einfach zur Seite gewischt. Und vor allem begehen sie eine Täter-Opfer-Umkehr. Das heißt, statt über das Thema Antisemitismus, Erinnerungsarbeit, Staatsressort in Deutschland zu sprechen, machen sie sich selbst zum Opfer, zentrieren ihre eigenen Bedürfnisse. Und ich finde, das ist einfach unverantwortlich. Ja, du hast das, was man als Burgerbedienung braucht. Sie müssen aber wissen, was Sie mir hier vorwerfen. Was wird mir vorgeworfen? Mir wurde vorgeworfen, ich sei Urheber gewesen und was weiß das ich noch war alles? Ihr Bruder. Was ich habe Ihnen Ihren Umgang vorgeworfen. Ja, ja. Mir geht es gar nicht um den 17-jährigen Hubert Aiwanger, sondern mir geht es um den, ich kenne ganz genau das Alter nicht, 52-jährigen Hubert Aiwanger, der mir hier gerade gegenüber sitzt und der mit diesem Thema nicht verantwortungsbewusst umgeht, sondern das einfach wegwischt, das kleinredet, das relativiert. Stimmt doch gerade. Ich muss sagen, gestern gab es einen Lagebericht von der Bildungsstätte vom Haus der Wannsee-Konferenz. Da wurden Sie als negativ Beispiel genannt. Das muss man als Wirtschaftsminister erstmal hinbekommen, in einem Lagebericht zu Antisemitismus aufzutauchen. Das kann man nicht einfach nur nennen als Schmutzkampagne. Nennen Sie doch hier die Claudia Roth und so weiter und die antisemitischen Vorfälle von Grünen, die volljährig waren und sich dann hier deutlich antisemitisch äußern, das wischen Sie wieder weg. Ich weiß gerade nicht, welchen Vorfall Sie meinen. Ja. Jetzt pass mal auf, wie ich mich da rausfinde. Ich hätte noch sehr viel demütiger reingehen müssen von der ersten Stunde an. Demut, Demut, Demut war immer die Forderung. Naja, wie viel Demut muss man denn zeigen? Wenn man sich entschuldigt, dann kann man immer noch mehr erwarten. Aber die Frage ist auch, was will man eigentlich erreichen? Und man wollte erreichen, Aiwanger politisch zur Seite zu räumen. Der Lehrer hat damals gesagt, er will Aiwanger stürzen. Die Süddeutsche hat sich zum Komplizen dieses Lehrers gemacht, hat hier mit Falschbehauptungen agiert und ich soll mich dann entschuldigen. Sie haben sich entschuldigt. Meine Nachfrage war ja nur bei wem, ich habe es nicht verstanden.
Stell mir die nächste Frage. Man muss doch mal sagen, wenn wir hier so ein Zitat sehen, wie wir es gerade gesehen haben, von einer jungen Jüdin, die sagt, man kann sich an vielen Stellen auf die Politik nicht verlassen, im Kampf gegen Antisemitismus, muss das doch jedem Demokraten, jeder Demokratin Sorge machen. Denn ganz ehrlich, viel zu häufig wird so getan, als wäre Antisemitismus vor allem ein Problem von Jüdinnen und Juden. Ja. Die haben da ein Problem, die müssen sich im Zweifelsfall darum kümmern. Das ist kein Problem von Jüdinnen und Juden, die in diesem Land leben, sondern Antisemitismus ist ein Angriff auf unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das geht uns alles an. Und solche Zitate, wo junge Jüdinnen dieses Gefühl haben, das können wir nicht akzeptieren. Meinen Sie denn, die Juden können sich auf die Grünen verlassen bezüglich Antisemitismus? Ja, mit der Zuwanderungspolitik der Grünen, wo sie wegschauen, wenn Antisemiten ins Land kommen, sie können sich auf die Grünen verlassen. Glauben Sie das? Es ist schon schwer genug, es einer zu sagen, der man $1 pro Minute dafür zahlt. Ich habe mich wie alle aus meiner Partei ganz klar positioniert, als wir zum Beispiel gesehen haben, wie jetzt auf Straßen in Berlin, in Deutschland, der furchtbare Terror der Hamas gefeiert wurde, dass es dafür keine Akzeptanz und Toleranz geben kann. Ich wünschte, ich wäre blind. Wenn es vor allem selbst bequem ist und dann wegschaut, wenn es eher unbequem ist. Also diejenigen, die zwar die Wunde in den Finger... Die Finger in die Wunde halten, wenn es um rechtsextremen Antisemitismus geht, aber wegschauen in linken Kreisen. Diejenigen, die es zwar in muslimischen Communities benennen, aber den Antisemitismus in der Mitte der Gesellschaft verschweigen. Diejenigen, die es bei links benennen, aber bei rechts wiederum wegschauen. Und ich finde, davon müssen wir endlich wegkommen. Denn wenn man Antisemitismus nur dann benennt, wenn es bequem ist, dann geht es nicht um den Schutz von Jüdinnen und Juden, sondern geht es um die eigene politische Profilierung. Und wir müssen ganz klar sagen, wir kämpfen gegen jede Art von Antisemitismus, egal woher er kommt. Habe ich Ihnen schon gesagt, wie hübsch Sie heute aussehen? Nein. Gut, dann wird mein Hirn noch mit Blut versorgt. Ich will aber auch sagen, man macht es sich zu leicht, wenn man so tut, als ob sich ein Problem einfach wegschieben lässt. Wir reden über Menschen, die häufig nicht seit ein paar Monaten hier leben, sondern wir zweiten, in der dritten, der vierten Generation hier leben, die den deutschen Pass haben. Das heißt, wir haben ein Problem hier in Deutschland. Und ich finde, da brauchen wir eine Mischung, innenpolitische Härte, Vereinsverbote durchgreifen auf der einen Seite, aber auch Integrationsbemühungen. Denn wir müssen es ja hinbekommen, Staatsressort, Schutz Israel, das sind eine Einwanderungsgesellschaft nicht als frommen Wunsch, sondern wirklich zur Realität werden zu lassen. Jungs, aufgepasst, denn so sieht eure Zukunft aus. Derzeit von rund 1000 Menschen pro Tag, über 300.000 werden in diesem Jahr nach Deutschland kommen, viele aus diesen Kulturkreisen. Und viele werden auffällig bis hin zu Gewalttaten, nicht nur im Hinblick auf Antisemitismus, sondern auch Schlägereien, Gewalttaten und so weiter. Und diese Menschen, da tun sie zu wenig als Ampel, um die wieder außer Landes zu bekommen oder gar nicht erst ins Land zu lassen. Sie wagen es mir, das einfach so ins Gesicht zu sagen? Die können es natürlich auch von hinten haben, da muss ich aber vorher noch mal tanken. Wahnsinniges geleistet, diese Menschen aufzunehmen. Dafür kann man auch mal stolz sein. In diesem Land. Und jetzt geht es aber darum, dass einige dieser Kommunen tatsächlich an die Grenzen des Machbaren kommen. Und dann brauchen wir aber nicht irgendwelche Schlagzeilen oder die alle wegmachen, was im Rechtsstaat gar nicht funktioniert, sondern müssen wir ganz konkret schauen, wie können wir diesen Kommunen helfen. Also, zurücktreten und weidet eure Augen an dem... Mit einem Migrationsabkommen, damit die Menschen, die rückgeführt werden, überhaupt auch von den Herkunftsländern aufgenommen werden. Daran scheitern nämlich die meisten Rückführungen gerade in Deutschland. Und ich finde, und ich bin froh, dass wir da ein paar Schritte gehen, mit der Aufhebung von Arbeitsverboten. Denn ganz ehrlich, hier sucht vom Handwerker bis zum Bäckerbetrieb jeder händeringend nach Arbeits- und Fachkräften. Da muss doch klar sein, die Menschen, die hier sind, die arbeiten können, die sollen auch arbeiten. Ja, bitteschön, aber Sie geben ja das Bürgergeld auch Menschen, die arbeiten könnten und gar nicht arbeiten wollen, auch Deutschen. Also Sie haben ja mit dem Bürgergeld die Tür geöffnet. Fast 1 Uhr morgens und du hast meine Tochter geküsst. Dass wir viele Menschen jetzt im Bürgergeld haben, die arbeiten könnten und sie
ja, erhöhen das Bürgergeld nochmal von 500 auf 560 Euro, was dazu führt, dass noch weniger Menschen arbeiten wollen. Ihr braucht uns flaschenöffnende, ölwechselnde, spinnenzerquetschende, Möbel hin- und herrückende Männer doch viel mehr als wir euch. Natürlich ist das so. Das ist nachgewiesen, dass man, wenn man mehr arbeitet, beziehungsweise wenn man arbeitet in Deutschland, immer mehr hat. Als wenn man das Bürgergeld vielleicht 100 oder 200 Euro und arbeitet 40 Stunden. Das ist auch richtig so. Und ganz ehrlich, wenn wir dafür sorgen wollten, dass sich Arbeit noch mehr lohnt in Deutschland, dann sind wir gerne dabei. Erhöhung des Mindestlohns, mehr Tarifbindung. Damit würden wir wirklich dafür sorgen, dass sich Arbeit lohnt in Deutschland. Damit unsere Wirtschaft noch weniger wettbewerbsfähig ist und noch mehr Firmen weggehen. Sie müssen die Steuern senken, sie müssen mit der Einkommensteuer runter. Nicht, dass schon der Mindestlohnempfänger zahlt schon Steuer. Der sagt doch, ich bin doch blöd, wenn ich ohne Arbeit Wohnung, Heizung und 560 Euro kriege. Ja. Dann arbeite ich doch nicht 40 Stunden, um 2000 Euro zu kriegen, minus 400 Sozialabgaben oder 1600, minus 150 Steuern. Dann hat er weniger als ein Bürgergeldempfänger. So. Im selben schäbigen Auto mit derselben schäbigen Frau. Aber ich kann ehrlich gesagt wenig damit anfangen, hier Gruppen gegeneinander auszuspielen. Man muss Probleme benennen. Dass das Problem in diesem Land diejenigen sind, die auf das Bürgergeld angewiesen sind. Denn am Ende hat derjenige, der im Niedriglohnsektor arbeitet, der hat von einem niedrigeren Bürgergeld überhaupt gar nichts. Der hat was davon, dass wir zum Beispiel endlich ein Bundestariftreuegesetz auf den Weg bringen, wo klar ist, wenn der Staat als Auftragsträger aufträgt, dann wird nach Zukunft nach Tarif bezahlt. Also kein staatliches Geld mehr für Lohndumping. Das hilft Menschen im Niedriglohnsektor nicht. Wenn Sie einen Arbeitgeber finden, der für gewisse Niedriglohntätigkeiten dann 14, 15 Euro bezahlt, wie Sie sich das wünschen, den werden Sie nicht finden. Stellen Sie doch Personen ein und bezahlen die auf diesem Niveau. Oder wir verlangen Bürger! Wir haben die Leute aber im System. Also müssen wir doch nach gesunden Menschenverstand geprüft wird. Genau. Müssen wir doch nach gesunden Menschenverstand an unseren Grenzen mit der Bundespolizei Menschen zurückweisen können, die aus Österreich, aus Tschechien, aus Polen kommen, weil sie dort nicht mehr verfolgt sind. Wenn sie schon dort ohne Pass ankommen an der polnisch-deutschen Grenze, muss ich doch sagen dürfen, wenn du schon nicht weißt, wo du herkommst, dann geh auch wieder zurück, vielleicht fällt es dir wieder ein. Hab's verloren. Tja, hast du ein Glück. Ich kann doch diese Leute nicht alle ins Land lassen und dann diskutieren, ob die Asylbewerberleistungsgesetz oder Bürgergeld bekommen. Wir kriegen die alle nicht mehr los. Da machen wir uns doch zum Deppen der ganzen Welt. Und er hat recht. Ich finde, Sie müssen es schon mal klar machen. Die Begriffe, das widerspricht und auch sich nicht. Das kann man beides parallel machen. Spielen, ja, das wollen Sie jetzt wieder zurückweisen. Ja. Und das widerspricht, wie gesagt, der Weltverflüchtlingskonvention. Ich finde, Ihr wir müssen schon noch mal klar machen. Flüchtlingskonvention. Ja. Und wenn Deutschland draufgeht, wir müssen über praktische Lösungen diskutieren, wie wir die Kommunen unterstützen wollen. Aber das ist ja nicht, was ich mir ausgedacht habe, was im grünen Wahlprogramm steht, sondern das ist eine rechtliche Verpflichtung, die wir eingegangen sind. Und eine rechtliche Verpflichtung, die nicht irgendwo herkommt. Die grüne Politik ist, dass Sie Deutschland verändern wollen. Ich habe die Lehre aus dem Nationalsozialismus. Das ist die Lehre aus der Shoah, dass das individuelle Recht auf Asyl für uns gilt. Und ich finde, wie Sie damit umgehen, sagen, naja, wir das holen, hat für mich keine wir holen Bedeutung. Uns momentan das Leute zeigt ins Land. Wiederum, dass Sie Ihre Verantwortung als demokratischer Politiker an verschiedensten Stellen nicht gerecht werden. Besser wie Sie. Besser wie Sie. Und du wolltest nicht, dass Sie rüberkommen. Ich habe mich geirrt. Die Grünen haben gesagt, ist uns doch egal. Und ich würde sagen, manche Menschen haben diese Ängste auch ganz bewusst und manchmal auch ein bisschen an den Fakten vorbei gefüttert. Ich muss sagen, der zweite Teil zu sagen, die haben den Arsch offen. Damit kann ich gut leben. Man muss in der Politik sich nicht gegenseitig mit Samthandschuhen anfassen. Man kann mal deutliche Worte finden. Man kann auch mal unpassende Worte finden. Das ist alles gut. Wenn ihr ein Kleid anzieht, fragt uns nicht, ob ihr darin fett ausseht. Wir hassen das. Übrigens, ist es nicht das Kleid, das euch fett aussehen lässt? Es ist das Fett, das euch fett aussehen lässt.
die Mehrheit, das heißt, muss wieder ernster genommen werden. Nein, und es muss die Mehrheit muss wieder ernster genommen werden. Politik für die Mehrheit gemacht aber werden. Aber das haben Sie nicht gesagt. Das haben Sie so nicht gesagt. Das ist mit dem Wort die Demokratie zurückholen, heißt, dass die Demokratie wieder gelebt werden muss. Zurückholen, weil sie sie nicht mehr leben, sie, dass die weil Demokratie sie die Demokratie nicht praktizieren, weil die Ampel die Demokratie nicht praktiziert. Nein, sie stärken die AfD, nicht ich. Sie wissen Sie, was passiert, wenn Sie beide gleichzeitig reden? Man versteht niemand mehr. Genau. Und wenn ihr jetzt endlich fertig seid, kann der heiße Bandi euch mal was verkünden. Und dann weißt du, was du nie wieder haben wirst.